Willkommen zurück zu LEGO Horizon Adventures. Oh, komm, hier kann auch noch was kaputt machen. Ja, jetzt haben wir Erin gefunden und jetzt gucken wir mal weiter, würde ich sagen, ne? Gucken, was wir noch so alles kriegen. Zwei Goldsteine brauchen wir noch, dann könnten wir den nächsten aufbauen. Und dann können wir vielleicht auch neue Sachen freischalten. Nur, dass ich es verstehe. Wir müssen die richtigen Materialien finden, hoch oben, um Türme zu bauen und einen Donnerkiefer zu finden? Jep, weil er eine Blume gefressen hat, die wir zur Weltrettung brauchen. Okay, weil eine blaue Dame aus der Vergangenheit meinte, du brauchst sie für eine Superwaffe. Siehst du, es ist ganz einfach, wenn man so darüber nachdenkt. Wie wär's damit? Ich denke nicht nach und du sagst mir einfach, was ich hämmern soll. Deal. Okay. Ja, und Zimmer ist eine starke Waffe. Lade ihn auf, um einen Sprintangriff auszuführen oder geh nah ran und schlage deinen Gegner nieder. Okay. Oh, schön, dass ihr da seid, aber ich bleib Aloy. Aloy. Ach Mann. Ich muss dann denken, dass ich ja immer jetzt den Dingens habe, den neuen Speer. Ihr wisst schon. Den neuen Bogen. Ah, wieder ein Iglo. Hier kann ich einfach runtergehen, oder? Ja. Warum ist denn da? Hoppla! Und dass da hier noch irgendwie was versteckt im Wichtbett. Ja. Ja, ich kann da lang. Achso, hier geht's gar nicht lang. Oh, ich dachte gerade, hier war noch mal. Was aber stimmt gar nicht. Mit der Maschine stimmt irgendwas überhaupt nicht. Und stimmt ja die Maschine nicht. Ups. Sei nicht so empfindlich. Einer trifft bestimmt. Aua, hey. Beim Flammenbogen. Der Flammenbogen ist cooler. Aber was war jetzt mit der Maschine nicht okay? Das habe ich nicht gecheckt. Das räume ich später auf. Naja, als ob du hier irgendwas aufräumst. Du bist die Verwisterin der Gegend. Ja, aber was war jetzt in der Maschine anders? Das wüsste ich jetzt immer noch gerne. Ah, wir kommen so langsam scheinbar über Richtung Meridian, wohl. Wenn ich mir das so angucke, ne? Und zumindest meinen. Also da ist so schon Mauer und so. Schon auffällig, oder? So, wir gehen mal hier lang. Irgendwas noch? Ne. Okay, dann gehen wir weiter. Hui, jippa. Und ab geht's. Unaufhaltsam. Oh, mal wieder eine Kiste, nice. Hä? Ich bin da hinten durchgegangen, okay. So, bitte coole Sachen. Für Ehren war es, wir waren etwas in einem normalen Flammenbogen. Ja, das war wenigstens 50. Ich brauche aber Gadgets. Was mit Gadgets und mit Fässern muss ich
Gegner platt machen. Oh, da sind Gadgets, ganz viele. Warum hilfst du jetzt was noch? Was hat er dir getan, hä, Aloy? Ich glaube nix. Er war ganz lieb zu dir. Ganz schön fies von Aloy. Hab ich das jetzt bekommen oder nicht? Hab ich das gar nicht beachtet. Da unten sehe ich was. Oh, das war knapp. Und jawohl, die dicke Kiste. 3000 Punkte. Yo. Wie viel Kohle wir haben. Nice. Oh, haben wir es mal ausgesorgt, würde ich sagen, ne? Noch ein uraltes Ding. Oh, das Ding ist voll. So. Oh, da werden die Steine fliegen. Die Ladungen werden knapp. Nur noch ein paar Einsätze. Wir sind im Vorteil. Fast keine Einsätze mehr. Hauptsache, der muss noch. Oh. So. Was ist das für Ausrüstung? Legen wir los! Bam und. Attacke! Bam! Aua! Wo kommt diese coole Ausrüstung her? Ein Geschenk! Au! Wer war das? Gleich ist Schluss! Die sind anders. Ah, das sind Dämonen. Hallo? Kabam! Ein Kracherfund. Und erkenne weitere Turmpositionen. Oh. Das sollte das letzte Teil des Donnerkiefer-Puzzles sein. Sollte, okay. Oh, cool, haben wir jetzt ordentlich unsere Gadgets boosten können. Nicht nice. Ich guck nochmal eben schnell hier, ob irgendwas noch ist. Ein bisschen Leben, ja. Da ist noch ein bisschen Geld. Da ist noch ein bisschen Geld. Da ist noch ein bisschen Geld. Gut, bauen wir mal, ne? So. Das ging ja recht fix, ey. Das hätte echt noch in die letzte Folge reingepasst. Hervorragend. Das sollte der letzte sein. Es wird etwas dauern, die Signale zu kombinieren. Geh zurück nach Mutterherz und überlass mir die technische Zauberei. Außerdem muss ich in Erwartung unseres Erfolges eine Party-Playlist zusammenstellen. Also, wo ist meine Cool and the Gang-Platte? Er ist übergeschnappt. Die ganze laute Musik hat sein Gehirn gebraten. Aber ich habe den Teil mit Heimgehen verstanden. Also machen wir das wohl. Na. Let's go heim. So. Ah, dann ist das in der Mitte der Donnerkiefer oder was? Wahrscheinlich, ne? Oder so. Nice. Tja, dann mach es nicht so spannend. Wo ist er? Den Daten zufolge befindet sich der Donnerkiefer tief in einer Berghöhle. Da hat er sich also versteckt. Auf in die Höhle des Löwen. Okay. Aber ich dachte, wir suchen eigentlich einen Donnerkiefer. Ja, nach Ecken. Bist nicht der Schlauste, kann das sein? Aber ja, nie. Muss man ja dazu sagen, so. Gut, dann wollen wir upgraden. Ich hätte gerne...
ein Gerät zum Anfang, jawohl. Ich hoffe, dass einfach mal so was anderes auch dabei ist. Gegner lassen Sachen fallen, jawohl. Dann braucht mit. So, und hier brauchen wir 6000, 6000. Das ist ganz schön teuer hier. Kriegt dann zwei andere Sachen, wird stärker. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja, dann heben wir uns mal wieder ein bisschen Geld auf, würde ich sagen. Aber wir kassieren ja hier erstmal noch hier. Nee, Kohle, Kohle, Kohle. So. Kohle, Kohle, Kohle. Oder auch nicht. Schade. Zack. Hey, zack. 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 So, würde ich sagen, wir ziehen uns nochmal um. Ja, wir haben noch vier Stück jetzt. Da wir jetzt das eine geskillt haben, fällt uns die Aufgabe vielleicht sogar noch leichter. Wäre zumindest cool. So. Okay. Oh. Nee, Gast. Okay, ich wollte gerade sagen, können Rust sein? Gibt's Rust vielleicht? Ein Horror im blonden Haar, okay. Zahnspeer, wir können Ted sein. Wieso können wir Tab sein? Warum ausgerichtet er? So eine. Oh, okay. So, passt. So ein König Hamwart, können wir einfach so sein? Oh. So, waren die von der Sonne? Sind wir einfach mal Sonnenkönig. Einfach mal der Sonnenkönig. So. Kniet nieder vor mir, der Sonnenkönig kommt. So. Und guck mal, schon wieder 4000 Kohle. Ja. Ich wüsste gerne, warum sie im ausgerechnet DJ Klug-Kult verpasst haben. Obwohl er ja, sowas niemals angedeutet hat. So, hier wäre dann unser nächster, ne? Ja. Nach der Emotion. So, weil wir anscheinend machen jetzt einen Donnerkiefer direkt. Ne? Deswegen haben wir jetzt noch einen Bosskampf. Ich würde sagen, let's go. Vielleicht wird das heute auch eine längere Folge dann. Mal schauen. Und es scheint das letzte Ding in dem Gebiet zu sein, die letzte Aufgabe. Vielleicht ist diese Höhle das, wonach ich so lange gesucht habe. Der Fundort des Donut-Horts. Ah, das stimmt. Was war das nochmal? Ja, erzähl uns von der Legende. Man sagt, dass vor Jahrhunderten die Alten einen König mit einer großen Vorliebe für Gebäck hatten. Er entsandte seine Untertanen, um die leckersten und süßesten Donuts aus aller Welt zu finden. Bald hatte er einen Schatz voller köstlicher, perfekt konservierter Leckereien mit Löchern in der Mitte. Ein wahrhafter Berg von wohlschmeckenden... Es reicht. Wollen wir Herrn Schleckermaul beim Sabbern zugucken oder diese Maschine finden? Nee, was wollen wir? Oh Mann, ich wollen mal. Ach, wieder der Spruch. Ah, eine Brutstätte wieder. Das ist der Ort. Doch es scheint mehr als eine gewöhnliche Höhle zu sein. Der Donnerkiefer ist irgendwo da drin. Oh, okay, dann so. Jetzt machen wir mal kurz Sonic. Okay, ich verstehe. Nix hier an mir zu holen. Kein Geheimnis. Schade. Ja, ich hoffe, dass wir unterschiedliche Gadgets kriegen werden. Ja, dann öffne dich. Auf, auf.
Unsere zweite Brutstätte. Gruselig. Uralt. Voller Maschinen. Ich liebe diesen Ort. Ich sollte bei den Funken aufpassen. Oh. Ups. Oh. Ja, mal sehen, ob ich meinen Hochsprungrekord schlagen kann. Oder die Frostwelle. Ich wurde provoziert. Oh. Jetzt haben wir mal die Dinger hier genommen. Okay. Ach, den darf man so öffnen. Okay. Aua. Das hat mir Aua gemacht. Und schon bin ich stärker. Anscheinend ist ein Effekt auf mir drauf. Der Ort ist so merkwürdig. War die alte Welt damals wirklich so? Das nannten die Alten wohl eine Brutstätte. Faszinierend. Brüten habe ich auch schon versucht. Ich wollte zu Hause Wildgänse züchten und habe Eier aus einem Nest geklaut. Am Ende war es leider nur Rührei. In diesem Fall ist eine Brutstätte eine unterirdische Fabrik zur Maschinenherstellung. Klar. Und die Kultisten werden vom Storch gebracht. Also bitte, ich bin nicht von gestern, Silence. Da kommen also all die Maschinen her. Sie werden an Orten wie diesen gebaut. Vergiss nicht, dass es vor deiner Geburt mal eine Zeit gab, in der Maschinen sanft und friedlich waren. Vielleicht haben die Menschen sie damals erschaffen, um die Welt der Zukunft zu beschützen. Aber dann wurden sie alle vom roten Schleimmonster erwischt. Aber warum sagt er nicht ganz, warum sagen die ganze Zeit Schleimmonster? Komm. Easy. Steckt irgendwie manchmal einfach in Wänden fest. Ja, das kann. Es ist sogar eine Donutbrücke. Ja, das hätte ich gern mal im richtigen Spiel gekonnt. Donutbrücken bauen. Ja, warum? Bogen gegen 10 Schuss sind mir lieber, glaube ich, als das andere. Warum war das jetzt eigentlich Silber hier? Wenn ich doch eh dahin musste. Da habe ich irgendwas übersehen. Komisch. Bleib hier echt immer in den Ecken hängen, ne? Das wäre stumm oder so. Ups. Schon mal. Oh, muss ich genau ausweichen. Hier kommen also Hallo. Die Maschinen. Hä? Her? Sie ist einfach nicht gesprungen! Sie ist einfach nur blips, blips, blips. What the fuck? Danke. Jetzt muss ich auch noch springen. Wow. Das war verdammt knapp. Also viel zu knapp für meinen Geschmack. Ey, da unten ist eine Kiste. Ah. Ich werde das sicher verstauen. Nochmal ein Eisbogen, den nehmen wir mit, den haben wir voll. So, ich habe eine komische Box hier. Komm. Hier komm ich. Bist du dir da sicher, Aloy? Was ist dieses, das Ding hier?
toll. Ich habe mir selbst Schaden gemacht. Alter! Danke. Meine Güte. So. Ups. Ups. Oh, hat es selbst kaputt gemacht. Nice. Oh, ich habe sogar den Kill dafür gekriegt. Nice. Haben wir noch Explosionsfässer? Das war jetzt irgendwie sehr lame. Nö, Bitschiefe brauchen wir nicht. Vielleicht irgendwo Fässer? Ne. Leider nicht. Der instant geschossen hat. Hier kommt die Eiszeit. Oh, hier hat er nicht gebrochen. Langbogen, ja. Ne, den Stall im Trainer nehmen wir mit. Ach, hier waren welche. Oh. Yay, Feuerwerk. Oh, ärgert mich, dass ich das gerade fertig machen können jetzt. Ja, wow, jetzt kriege ich das nicht hin, weil ich die Stiefel nicht dafür habe, oder was? Ernsthaft jetzt? Ich kriege das jetzt nicht hin, weil ich die Stiefel nicht dafür habe? Ich kann hier nicht lang, weil. Na, ja, mir fehlt einfach. Na gut. Oh, da wollte ich nicht lang. Das ist jetzt wieder, das ist wieder gemein. Das ist jetzt wieder gemein. Na gut, dafür habe ich wenigstens einen Teiletrenner. Ich mit der Bombe. Das ist jetzt mein. Das Bogen, nur dunkel. Upsi. So. Da passiert nichts, okay. Super vorsichtig, Aloy. Nicht mal cooler Stuff? Krass. Niemand ist perfekt. Ja. Das stimmt wohl. Ich muss trotzdem hier rüber springen. Okay, hab verstanden. Uppa. Oh. Tun wir so, als sei das nie passiert. Ey, ich komm schon nicht fest da unten. Ich glaube, ich war hier schon mal.
Achso, ich kann doch einfach hier lang. Oh. Du. Lacht er mich aus? Gut so, gleich nochmal. Komm, Aloy, versuch's doch mal. Komm. So, schieb mit Geräten erledigt. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre da oben noch was. Wir gucken mal, ob da oben was ist. Okay, nein, noch nicht. Ups. Ich habe auch so meine letzten Teile drin noch verschwindet. Das wäre jetzt aber doof. Oh, man kann nicht alles haben. Was bauen wir hier? Ist das eine Torte? Ich glaube, das ist eine Torte, ne? So. Oh, ein toller Fund. Nix. Oh, Schubstiefel. Das ist halt gar nichts. Hätte ich Schwing gebrauchen können? Okay. Oh, das ist er ja. Donnerkiefer. So, oh, ich muss. Oh. Den machen wir, okay. Ich checke. So. Aua, ja. Nicht mal knapp. Wenn wieder Fitters was in deinem Sonnenbad. Die große Sonne wird triumphieren. Kannst du es? Aufhören! Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Was? War's das schon? Ah ne, jetzt kommt der richtige Kampf, okay. Das war auch sogar mit Gadget, oder? Jawohl. Haha, hat sogar gezählt, nice.
Ist er echt tot? Wow, nicht tot! Das ist unsere Metallblume. Oh, schick. Obwohl ich nicht kapiere, wie Blumen dem bösen Ding schaden sollen, von dem Elizabeth sprach. Vielleicht hat es eine Allergie. Mein Cousin dreht durch, wenn er sich einer Butterblume auch nur nähert. Die Urmutter hat einen Plan. Nur das zählt. Tja, wir werden hören, was sie zu sagen hat, wenn wir sie ihr bringen. Wow! Wow! Danke. Wow! Mir geht's gut! Yay! Echt gutes Zeug. Und zack. Erklimme jeden Berg. Schließe Donner in den Bergen ab. Und Fabrik. Finde die erste Brutstätte und schließe sie ab. Was? Ja, jetzt wird noch auch da wieder eine Frage zwischen. Cool. Alles geschafft, soweit. Cool, cool, cool. Hallöchen. Wow! Du hast es geschafft! Du hast das erste Teil! Sorry, ich wollte nicht überrascht klingen. Ich war nur nicht völlig sicher, ob das funktioniert. Ich meine, eine Waffe aus riesigen Metallblumen, die in der Wildnis wachsen, damit sie niemand findet. Was denkt sich die Hologrammfrau, ha? Den Gedanken hatte ich. Doch, es hat geklappt und jetzt bist du bereit, die nächste zu finden. Und, oh, das sollte Spaß machen, denn sie ist im Dschungel. Also, Vorsicht vor Insektenstichen und auch vor Feuchtigkeit. Und, ach ja, Dingen, die dich fressen wollen. Viel Glück! Aloy, das musst du sehen. Hier gibt's sogar eine Cafeteria. Und dank uns werden sie wieder öffnen. Dann probierst du meine scharfe Beeren-Fischsuppe. Ja, klingt toll. Der Dschungel hört sich gar nicht mehr so übel an. Okay. Ja, jetzt dürfen wir rüber in den Dschungel. Nice. Oh, guck mal, da gibt's sogar einen Donut. Sägezähne verzweifelt gesucht. Sobald du dem Donnerkiefer der NS Metallblume entrissen hast, kannst du den neuen Bereich vom Mutterherz mit Lego Ninjago Set ausstatten. Du kannst jetzt die größten und fiesesten Maschinen im eigenen Land und in den Schneebergen jagen. Ah, das ist wahrscheinlich das Ding. Mach die Wildnis sicherer, um aufzustufen und neue Belohnungen zu verdienen. Gut. Den Rest, das machen wir dann aber jetzt alles erst in der nächsten Folge. Also, haut rein. Ciao, ciao.